Freunde, nach 4 langen Jahren ist es endlich soweit. Deadpool und Wolverine sind zusammen im Itemshop. Und ich habe mir überlegt, es ist der perfekte Zeitpunkt, die zufällige Deadpool und Wolverine Bosskin Challenge zu machen. Insgesamt haben wir heute 3 verschiedene Wolverines und 3 verschiedene Deadpools. Und sollte ich die X-Force Deadpool-Version bekommen, darf ich die ganze Runde über nur mit grauen Waffen spielen. Falls ich Wolverine Zero hier bekomme, dann darf ich die Runde über nur mit grünen Waffen spielen. Beim normalen Deadpool werden es dann die blauen Waffen sein. Bei der Special Wolverine-Version Logan werden es dann die lila Waffen sein. Und jetzt kommen wir zu den neuen Versionen, Freunde. Sollte ich Wolverine in der Zeichnungsversion erhalten, dann darf ich die ganze Runde über nur mit blauen und goldenen Waffen spielen. Zusätzlich natürlich seine Klingen einsetzen. Und zu guter Letzt, Freunde, falls ich Deadpool in der Zeichnungsversion bekomme, dann darf ich die ganze Runde über nur mit mythischen Waffen spielen. Was meint ihr, Freunde? Mit welchem dieser Skins schaffe ich den epischen Sieg? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und auf jeden Fall auch, was euer Lieblingsskin ist. Okay, Freunde, erste Runde. Wen bekommen wir? Ist es ein Deadpool oder ein Wolverine? Lasst es uns zusammen herausfinden. 3, 2, 1. Boom, es ist ein Wolverine. Und ich glaube, es ist sogar die neue Version von Wolverine. Das heißt, in dieser Runde dürfen wir nur gelbe und blaue Waffen einsetzen. Oder goldene und seltene? Ich weiß gar nicht genau. Wo gehen wir runter? Soll ich mal hier vorne runtergehen? Ey, wie geil ist sein Gleiter bitte einfach. Oh mein Gott, der ist sogar cooler als der von Deadpool einfach. Ich war sowieso immer Team Wolverine. Aber sagt's den anderen nicht. Gib mir was Blaues, damit ich nicht draufgehe. Sonst sieht's schlecht für mich aus. Oh Gott. Du willst die Spitzhacke kassieren. Und du wirst sie kassieren. Let's go. Komm, geh drauf, Mann. Überhaupt, es ist so geisteskrank. Es gibt so viele Spitzhacken mittlerweile, wo einfach diese Blades drauf sind. Oh, hier ist noch einer. Oh Gott. Du musst auch sterben. Hä, du bist kein Freund, Alter. Ist er gerade hoch runtergegangen? Hat er so getan, als wenn er ein Freund gewesen wäre, oder was? Du spinnst ja wohl, Mann. Okay, es lief gar nicht so übel. Obwohl ich keine Waffe am Start habe. Muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich goldene Waffen herkriege. Blaue Waffen sind ja mittlerweile auch anscheinend gigaselten. Das gibt's doch gar nicht. Was ist eigentlich cool hier? Dass sie hier runtergekommen sind. Das wäre fast in die Hose gegangen. Oh mein Gott, ich habe keine Waffe am Start. Okay, diese Zeichnungsversion gefällt mir auf jeden Fall immer besser. Es ist kaputt. Und ich habe eine blaue Waffe. Oh mein Gott. Das Geile ist, solche Schimmelwaffen lasse ich normalerweise liegen. Und jetzt ist das wahrscheinlich die einzige Waffe, die ich die Runde benutzen darf. Lass mal gucken, ob beim guten alten Bobby hier noch irgendwas abgeht. Überhaupt finde ich, Wolverine ist einfach einer der geilsten Charaktere, die es so von Superhelden gibt. Siehst du auch so, oder? Boah, er will mich verprügeln. Oh mein Gott. Wie geht diese Waffe ab? Ich schwör's euch, no scope, solche Waffen, das sind die besten Dinger ever. Du zoomst rein, ich kann überhaupt nichts. Hör doch mal auf, Ärger zu machen. Ich bin ein Superheld. Na klar, der No-Skin war es wieder. Tschüss, habt ihr blaue Waffen für mich dabei? Du hast was. Ich frag mich, ob wir in dieser Runde wirklich irgendwann goldene Waffen bekommen werden. Oder ob das nur ein Mythos ist. Ein Traum. Ey, wartet mal. Die Handschuhe können wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich würde sagen, wir schlagen damit niemanden. Aber Wolverine arbeitet doch mit seinen Händen. Das heißt, so ein bisschen Movement ist auf jeden Fall in Ordnung. Hey, Kumpel. Das tut weh. Der Blue Shield ist auf jeden Fall weg. Ich habe keine Waffe mehr in der Hand. Was ist denn hier passiert? Junge, Junge, Junge. Irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht. Meine Haare rutschen runter. Ich sehe bald aus. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Wie Wolverine. Ich verzieh mich einfach. Kein Bock auf diesen Kampf. Ich glaube, der hielt sich hier vorne. Oh, es ist Captain Blaumütze. Na, 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 na. Was machst du denn hier, mein Freund? Oh Gott, ich treffe ihn aber nicht. Jetzt will er noch abhauen. Oh Gott, was ist das denn für eine Karre? Ich kann ihn nicht verfolgen. Komm sofort raus hier. Oh, okay, wir haben ihn. Ist schon mal gar nicht übel. Schildbubble setzen. Mit dir will ich mich unterhalten. Wow, Alter, beruhig dich mal. Das soll doch nicht so ein Battle hier werden, oder doch? Geh mal weg, Junge. Ich habe meine Krallen am Start. Willst du wirklich? Können wir machen. Oh, oh. Das ist ein erbarmungsloser Fight hier. Gegen No-Skin. Guck ihn dir an. Wie wild er ist. Tschüss, übertreib mal nicht. Lass uns doch einfach Freunde sein. Okay, irgendwie will er nicht. Da musst du jetzt leider auch drauf gehen. Sorry, mein Freund. Aber du durftest sowieso nicht mit dem Auto fahren. Du hast nämlich noch gar keinen Führerschein gehabt. Okay. LOL. Wen hast du denn hinten auf dem Rücken drauf? Ich liebe es. Danke. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen.
Oder wurde einer wiederbelebt? Ich habe völlig vergessen zu erwähnen, wenn ich einen Deadpool und einen Wolverine habe, dann dürfen wir auf jeden Fall die Medaillons benutzen, denn ein Medaillon heilt mich die ganze Zeit. Das ist ja genau die Superheldenfähigkeit von den beiden. Ich habe jetzt sehr wenig HP gerade. Oh, ich treffe einfach durch. Lol, ich bin der Hacker einfach. Hä, wieso konnte ich da durchschießen? Ich kann mir das nur so vorstellen, dass der Typ was gebaut hat und der andere mit dem Kopf irgendwie durchgeguckt hat. Und deswegen war das nicht 100% gesetzt. Das ist ja so ein bisschen golden dann. Aber das sah halt irgendwie nicht so aus. Digga, was machst du denn hier? Geh mal weg. Das Krasse ist, die hatten, glaube ich, noch ein paar Waffen dabei, die ich benutzen kann. Schon mal eine bessere AR. Das ist doch geil. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich will dem Team grüßen. Den X-Men. Und vor allen Dingen Professor Xavier. Der heute nicht anwesend sein kann, weil keine Ahnung, wo der ist. Dein Ernst? Superheldensprung. Oh, oh. Okay. Muss mal anfangen, ein bisschen besser zu spielen. Ansonsten war es das, glaube ich, gleich. Oh Gott, er kommt. Verdammt! Oh, ich hatte auch voll die Schimmelwaffen einfach. Er hat genau die Waffe gehabt, die ich gebraucht hätte. Nächste Runde, Freunde. Deadpool oder Wolverine? Ich bin gespannt drauf. Komm schon. Gib mir irgendwen Geiles. Oh, okay, der ist eigentlich nicht geil, Mann. Aber wie cool sieht der bitte aus? Es ist einfach die X-Force Deadpool-Version. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass die überhaupt im Spiel drin ist. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Ich habe einfach irgendwen Randommäßiges bei mir drin. Was ist das denn? Ghost in the Fog einfach. Wer bist du denn? Ich habe es mit dem Typen zusammen einen epischen Sieg zu holen. Ey, wie random ist das denn? Okay, das ist mir auch lange Zeit nicht passiert. Das heißt auf jeden Fall, wir dürfen in dieser Runde nur graue Waffen spielen. Ich hoffe, dass der gut ist. Es wird relativ schwer sein, graue Waffen zu finden. Warum? Weil ich nie das finde, was ich brauche. Okay, wir haben eine graue Waffe. Er kämpft doch schon, oder nicht? Der ist so gut wie tot einfach. Komm und rette dich. Ich bin nämlich ein Superheld. Leute, ist der in die runtergesprungen? Komm, ich helfe dir. Der ist selber runtergesprungen. Was ist das denn für einer? Lol, der Typ jagt den aber. Das sieht nicht gut aus für dich. Und du hast gestorben. Und der Typ ist selber tot. Was passiert hier gerade? Wo kommst du denn her? Ang, mach kein Auge. Okay, das war der schlechteste Kill aller Zeiten, glaube ich. Oh nein, ich weiß, was das Problem ist, warum ich die ganze Zeit sterbe. Leute, guck mal bitte. Ich bin immer noch gefangen auf Amerika-Servern. Oh Gott. No. Deswegen sterbe ich die ganze Zeit. Ich bin eigentlich der Beste in dem Spiel, ich schwör's euch. Stop the cap. Nee. Du läufst jetzt weiter. Ich will wissen, wo du hin willst, Junge. Oder er will mir irgendwas Geheimes zeigen. Vielleicht was vom Live-Event oder so. Guck mal, der markiert, dass er Waffen sucht. Bist du ein Mensch? Was passiert hier gerade? Ich find's voll unheimlich irgendwie. Wer hätte gedacht, dass diese Challenge so komisch wird? Sag mal so, wie es ist, ne? Wenn du mich weiter so nervst, nehme ich eine Schockwellengranate und schieß dich ins Nirvana, Mann. Okay, der hackt gleich meinen Account oder so. Oh, da ist einer. Oh mein Gott. Wieso fliegen wir so? Komm, lass uns kämpfen. Los, holt ihn weg. Lol, er klaut mein Auto einfach. Hat irgendeiner graue Waffen gesehen? Ich brauche was. Oh, jetzt haut der auch noch ab. Oh, das ist Explosives. Cool. Aber ich habe einen cringigen Freund dabei. Oh Gott. Sprung vermasselt. Nein, das war doch Superheldenjump. Oh Gott. Das ist alles nur, weil es hier so hängt, Mann. Oh Gott, das sind echt Gegner. No, nicht auf mich. Los, ich glaube an dich. Du schaffst das. Oh mein Gott, hat er wirklich gekillt. Ich kann nicht mehr. Er ist der Beste. Ach so, Freunde, wir haben die Runde gerade mit 20 Kills noch gewonnen. Nur mein Speicher ist wieder vollgelaufen, deswegen spielen wir noch eine Runde. Aber die Frage ist, wen haben wir denn jetzt? Deadpool oder Wolverine in 3, 2, 1? Oh, Gott sei Dank, es ist eine Deadpool-Variante. Ich liebe Deadpool. Das heißt in dieser Runde nur mythische Waffen. Oh, ich muss hier runtergehen. Wir landen hier drauf und ich kriege irgendwie Schläge, woher auch immer. Das Geile ist, er kann mich halt wirklich nicht treffen. Und er fährt jetzt weg. Wir werden jetzt einfach so viel Schaden machen, bis er kein Blue Shield mehr hat. Und ab der Sekunde, wo der aussteigt, werde ich ihn dann einfach mit dem Auto fertig machen. Mal gucken, ob das Ganze wirklich so einfach funktioniert. Kann ich den eigentlich auch killen? Nö. Ich kann nur dem Fahrer irgendwie Schaden machen. Wie komisch ist das denn bitte? So, steigt aus. Ich habe den Wagen. Der andere steigt auch aus. Wir verabschieden uns erstmal. Es ist so einfach.
Okay, die killen das Auto gerade. Die killen das Auto gerade. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich will euch nur ganz schnell ausschalten, damit ich die Sachen endlich habe. Tot. Auch tot. Wie viele seid ihr? Platz machen. Hier kommt der Deadpool Express. Keine Sorge, Deadpool. Du kannst dich auf mich verlassen. Au. Schießen die Nächsten auf mich. Ich habe keine Muni mehr. Das ist mein Problem gerade. Chillt mal gerade, Freunde. Ich brauche ein bisschen Munition. Okay, wir haben 14 Schuss im Wagen. In der Waffe. Oh mein Gott, das ist zu krank, ne? Es ist zu krank. Und du überlegst einfach, Anfang der Season kam Fallout einfach raus. Und das ist einfach 3 Trillionen Jahre her. Das heißt, vom Gefühl her, kommt es mir so vor, als wenn wir schon 20 Seasons weiter sind. Lass mal nachgucken, wo die anderen sind. Beachhead ist noch nicht genommen worden. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir könnten theoretisch da hinfahren und uns dann das Medaillon noch holen. Deadpool ist auf jeden Fall ziemlich stark. Der kann sogar Metall und so biegen. Das ist hier einfacher als alles andere, an das Medaillon ranzukommen. Wir müssen einfach nur warten. Er sieht ein bisschen aus wie dieser Cable aus dem zweiten Teil von Deadpool, oder? Was meint ihr? Hoho, oh Gott, er wird sauer. Dein Problem, Mann. Chill mal. Was hast du jetzt davon? So, rück deine Sachen raus. Vielen, vielen Dank. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir sogar eigentlich gar nicht mehr. Weil das Coole ist, ich bin jetzt dauerhaft auf Nitro. Das heißt, wir können schneller laufen, wir können länger laufen und wir können Sachen einfach wegchecken. Und das Coole ist, wir fangen gerade erst an, denn gegen Ende werde ich auf jeden Fall noch seine mythische Waffe bekommen. Das ist das Geile. Wir gehen hier durch und der Boss ist gespawnt. Und er wird gleich despawnen, weil er gleich tot sein wird. Da bist du ja. Wird Zeit, dass du drauf gehst. Können wir die aber auch so killen. Oh mein Gott, diese Waffe ist so stark. Guck dir das bitte an. Hast du ein bisschen Muni für mich? Danke, mein Freund. Du bist der Beste. Danke. Nächstes Medaillon. Nächste mythische Waffe. Und wir können in die Zone reingehen. Den Wagen brauche ich nicht mehr. Den kannst du behalten. Hey, No-Skin. Es ist Zeit, dass du einschläfst. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Übertreib doch nicht, du Irrer. Ich wollte gerade fragen, auf wen er da am Schießen ist. Ich glaube, die lieben mich. No-Skins lieben Deadpool einfach. Komm, dein Teammate kann dich wiederholen. Ich will nicht so sein. Du hast mich nur mega erschrocken gerade. Wo ist denn dein Teammate? Was macht er hier? Oh, ich glaube, das wird schwierig werden. Ey, warte mal. Du bist gar kein No-Skin, oder? Du bist doch der Typ aus dem Battle Pass. Ja, du musst dich ein bisschen beeilen. Ja, genau. Nimm mal das Auto mit. Hier, du hast ihn. Hol ihn wieder. Hol ihn wieder. Du schaffst es noch. Oh mein Gott, es funktioniert wirklich. Er ist der Beste. Er ist richtig der Beste. Vielleicht finde ich hier ein bisschen Heilung. Auf korrekt. Wir werden uns wiedersehen. Ihr komischen. Oh, ich bin so schnell einfach. Es ist so geil. Eine richtig gute Idee, was wir jetzt machen. Wir nehmen das Schiff einfach mit. Wir werden das aber gar nicht so aktiv usen. Ich will denen einfach ein bisschen helfen. Wir gehen jetzt hin und machen hier einfach ein paar Häuser kaputt. Dann können die doch hier noch in Ruhe looten. Guck dir das bitte an, wie geil das ist. Perfekt zum Looten. Alles andere ist halt komplett Mülli. Aber das hier ist so gut einfach. 4 lange Jahre hat es gedauert, bis ihr beiden wieder in den Shop reingekommen seid. Beziehungsweise überhaupt in den Shop reingekommen seid. Vorher wart ihr nur als Battle Pass verfügbar. Hat irgendeiner meine Waffe gesehen? Du vielleicht? Gott, wenn die irgendwo auf dem Boden liegt und der die vielleicht dabei hat, werde ich sie niemals finden. Keiner von beiden. Herzlichen Glückwunsch. Kommt so rüber, als wäre ja Wolverine gewesen. Oh mein Gott. Ein bisschen kassiert. Wird Zeit zum Regenerieren. Das ist für euch. Das sind die bestimmt, oder? Irgendeiner von euch hat bestimmt das geklaut, was ich brauche. Flieg, mein kleiner Hase. Guck mal, der nimmt mich gar nicht ernst. Könnte ja auch sein, dass ihr das gewesen seid. Das sind die No-Skins von gerade, oder? Hat irgendwie ein bisschen ungemütlich. Oh mein Gott. Oh, ich bin gekillt. Muss gerade mal ein bisschen regenerieren. Ich habe einen Kopfschuss kassiert. Ich stirbt aber auch nicht. Was hast du denn alles so dabei? Auch nur Müll? Und du? Na ja, hat ein Schiff im Glas dabei. Schild doch mal. Seid ihr das überhaupt? Ey, ihr seid das überhaupt gar nicht. Das sind irgendwelche anderen. Ihr seid nicht meine Freunde, glaube ich. Oh mein Gott, war das knapp. Holy moly, wieder fast gestorben. No-Skins können echt richtig gefährlich werden. Und der hatte die Waffe dabei. Du kleiner Schlägelmann. Wolltest einmal eine Runde Deadpool spielen, ne? Ich glaube, du spinnst ja wohl.
Da ist sie, Ladies and Gentlemen, die offizielle Deadpool-Waffe. Ich glaube, am Anfang der Fortnite-Season, Fortnite wusste einfach, dass irgendwann Deadpool reinkommt. Und deswegen ist die mythische Deagle drin. Guckt den Film, ihr werdet feststellen, der Typ hat einfach eine Deagle am Start. Und im Film kommt sogar eine goldene Version davon vor. Wobei eigentlich sogar zwei, aber naja, Dual Deagle gibt's halt nicht. Deswegen ist das das Beste, was wir kriegen können. Oh oh. Ich glaube, möglicherweise sind das meine Freunde. Ich weiß aber nicht genau. Alter, du tust mir ganz schön weh. Ich muss leider die Runde gewinnen. Es tut mir wirklich leid. Ich will ja Freunde und so machen, aber am Ende des Tages kann es halt nur einen Deadpool geben. Ich kill jetzt einfach mit der Deagle. Der eine ist Ninja. 197, ich liebe es. Und der andere wird irgendwo da drin sein, glaube ich. Let's go, Ladies and Gentlemen. Das war sie, die offizielle Deadpool und Wolverine Challenge. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Creator Code Wannabe im Item Shop benutzen. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder.